Dann rufe ich jetzt auf den Punkt 60, Antrag der Fraktion der SPD. Treffen eine Aktuelle Stunde. Aufklärung sieht anders aus. Die Hessische Landesregierung hat die Arbeit des NSU-Untersuchungsausschusses des Bundestags erheblich behindert. 19:50-39. Das Wort hat der Kollege Günter Rudolph. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Dieser Tagesordnungspunkt ist leider kein Grund zur Freude. Die Aufklärung des 9. Mordes, einer schrecklichen Mordserie, der in Kassel stattgefunden hat, wurde durch einen Untersuchungsausschuss, der im Mai 2014 hier in Hessen 19-2 eingesetzt und begleitet. Er sollte die Umstände dieser schrecklichen Mordtat aufklären, welche Fehler insbesondere auch die Sicherheitsbehörden bei den Ermittlungsarbeiten begangen haben. Trotz dieses herausragenden Zieles hat der NSU-Untersuchungsausschuss, meine Damen und Herren, bis zum heutigen Tage immer noch nicht alle notwendigen Unterlagen und Akten erhalten. Es war die Landesregierung im Januar 2017 nach 2,5 Jahren erklärt, alle Akten seien vollständig. Seit dieser Zeit gibt es wöchentlich Nachlieferungen. Wir haben Akten, in denen mehrere Bände Blätter fehlen, andere sind geschwärzt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, damit wird die Arbeit des Untersuchungsausschusses in unerträglicher Art und Weise sabotiert und erschwert. Der Innenminister des Jahres 2012, als NSU aufkam, Boris Rhein, hat einen Bericht in Auftrag gegeben, zu schauen, was ist damals alles passiert. Dieser Bericht wurde im September 2014 vorgelegt, auf Antrag von SPD und LINKEN viel später dem Untersuchungsausschuss zur Verfügung gestellt, als geheim eingestuft, auf Druck von SPD und LINKEN Teile herabgestuft, damit man ihn in öffentlichen Vernehmungen zitieren kann. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Aufklärung sieht anders aus. Auch die von der CDU und der ihr geführten Landesregierung gelegte Legende, in Hessen sei der Rechtsextremismus dank der hervorragenden Arbeit des Verfassungsschutzes erfolgreich bekämpft worden, ist widerlegt. Dieser Abschlussbericht des Innenministeriums, den übrigens der heutige Ministerpräsident angeblich gar nicht kennt, man muss sich das einmal vorstellen, der ist 11,5 Jahre Innenminister, kennt einen Abschlussbericht nicht, um den es um die Arbeit des Verfassungsschutzes in seiner Amtszeit geht, das ist schon bemerkenswert. Beides, entweder kennt er ihn oder er kennt ihn nicht, beides ist gleich schlimm, weil er zieht nicht die richtigen Konsequenzen. Sie haben von dem Thema wie sonst auch keine Ahnung, Herr Pentz, meine sehr verehrten Damen und Herren. Auch das ist ein ziemlich unerhörter Vorgang. Eklatante Mängel im Landesamt für Verfassungsschutz. Wurden allen Spuren zum Rechtsextremismus, auch mögliche Verbindungen zum NSU nachgegangen oder nicht? Das sind Fragen, die uns interessieren, meine Damen und Herren. Auch in Nordhessen gab es über viele Jahre eine rechtsextreme Szene mit Verbindungen nach Südniedersachsen, nach Ostwestfalen, nach Thüringen, meine Damen und Herren. Und dieser Abschlussbericht weist eklatante Mängel auf, beträchtliche Versäumnisse der hessischen Verfassungsschützer in den Jahren 1992 bis 2012 werden attestiert. Auch der Bundestagsuntersuchungsausschuss, meine Damen und Herren, hat einvernehmlich, und das darf man sich schon auf der Zunge zergehen lassen, festgestellt von den Fraktionen CDU bis LINKE, dass nunmehr in dem vorliegenden Abschlussbericht, der heute in Berlin im Reichstag diskutiert wird, der dem Bundestagspräsidenten gestern übergeben wurde, dass eine sehr lückenhafte Aktenvorlage des Landes Hessen eine erhebliche Beeinträchtigung seiner Aufklärungsarbeit gesehen habe. Insbesondere Vorgänge um die Wohnungsdurchsuchung von Herrn Temme. Da sind gravierende Fehler passiert. Meine Damen und Herren, der Untersuchungsausschuss des Deutschen Bundestages stellt einstimmig zu diesem Sachverhalt fest, fehlerhafte, lückenhafte Aktenlieferung und hat die Arbeit des Untersuchungsausschusses in Berlin behindert. Dies ist ein unerträglicher Skandal, meine sehr verehrten Damen und Herren. Es war eben vieles nicht in Ordnung in diesem Landesamt unter der Verantwortung von Herrn Bouffier. Wie sagte eine führende Mitarbeiterin, in diesem Amt sei vieles sehr strukturell auf einem Gedankenstand oder auf einem Regelungsstand gewesen, der Jahre und Jahrzehnte alt war, und sie würde es als etwas verkrustet beschreiben, freundlich ausgedrückt, meine Damen und Herren. Andere haben in der Vernehmung von einer Gurkentruppe gesprochen, und auch da trägt zu einem großen Teil der heutige Ministerpräsident Volker Bouffier die Verantwortung. Meine sehr verehrten Damen und Herren,
zu dem Verhalten des Verfassungsschützers Temme, der am Tattag fast zur Tatzeit am Tatort war, sagte Herr Bouffier auf mehrfache Nachfragen, das sei nicht in Ordnung. Was ist das für eine Verharmlosung? Das ist ein Skandal erster Ordnung nach wie vor, weil ich habe das Herrn Temme im Untersuchungsausschuss vorgeworfen. Wir glauben ihm nicht, dass er zufällig zur Tatzeit fast zur gleichen Zeit am Tatort war. Und der Ministerpräsident sagt, dieses Verhalten, sich nicht den Sicherheitsbehörden zu stellen, sei nicht in Ordnung. Und, meine Damen und Herren, die parlamentarischen Gremien werden nicht informiert in Hessen. Hintergrund oder die Argumentation von Herrn Bouffier, damit könnte man die Ermittlungen gefährden. Mit der Familie Josgat konnte er nicht reden, das würde die Ermittlungen gefährden. Was ist das für ein Politikansatz, zu sagen, Abgeordnete würden die Ermittlungen gefährden, wenn sie informiert werden? Wir sind Parlamentsabgeordnete, wir haben das Recht der Information. Und deswegen aufklären ist notwendig, vertuschen muss beendet werden. Und in Richtung der Grünen, Sie machen eine Veranstaltung dieser Tage, Herr Frömmrich, mit dem Titel Zuhören, Aufklären, Verstehen, Konsequenzen aus NSU und rechten Terror. Dann ziehen Sie die richtigen Konsequenzen. Alle Akten ungeschwärzt im Ausschuss. Das ist auch eine Verpflichtung gegenüber dem Opfer und der Familie. Vielen Dank. Vielen Dank. Kollege Rudolph, das Wort hat der Abg. Hermann Schaus, Fraktion DIE LINKE. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Unsere bisherigen Erfahrungen im NSU-Untersuchungsausschuss in Hessen decken sich mit den gemeinsam von CDU, SPD, Grünen und LINKEN im Bundestag beschlossenen Kritiken an Hessen, z.B. im Umgang mit den Akten im Landesamt für Verfassungsschutz, mit dem kontraproduktiven Verhalten der Landesregierung und mit der nachhaltigen Unterstützungshaltung gegenüber dem ehemaligen V-Mann-Führer Andreas Temme. Dazu nur zwei Beispiele. Im Abschlussbericht hat der Deutsche Bundestag das Land Hessen wegen seiner mangelnden NSU-Aufklärung heftig kritisiert und sieht, Zitat, in der lückenhaften Aktenvorlage des Landes Hessens eine erhebliche Beeinträchtigung seiner Aufklärungsarbeit. Nachzulesen, Seite 1035 des Abschlussberichtes. So etwas erleben wir in Hessen fast täglich. Noch immer müssen wir um jedes Blatt Papier kämpfen. Freiwillig rücken Verfassungsschutz und Landesregierung nichts heraus. Im Gegenteil. Das Dokument zur Cesca-Mordserie mit der Paraffe von Temme haben wir im Ausschuss selbst ermittelt. Wir finden im Abschlussbericht des Bundestages viele Ausführungen zur NSU-Verbindung in Hessen und über die Falschaussagen des hessischen Geheimdienstlers Temme. Zitat: Mit den nun bekannt gewordenen E-Mail-Ausdruck mit der Paraffe Temmes ist entgegen seiner Aussage vor dem ersten NSU-Untersuchungsausschuss eine dienstliche Befassung mit der Cesca-Mordserie belegt. Dass dieser Umstand erst durch eine nachträgliche Aktenvorlage an den NSU-Untersuchungsausschuss des Hessischen Landtages bekannt wurde, gibt Anlass zu deutlicher Kritik. Nachzulesen auf Seite 1035 des Abschlussberichts. Ich stelle fest, unsere Anzeige als LINKE wegen Falschaussage von Temme war richtig. Er hat an einem zentralen Punkt wieder einmal gelogen, jetzt sogar einstimmig festgestellt vom Deutschen Bundestag. Unser und Hessens Verfassungsschutz und die Landesregierung haben die Akten nicht freiwillig geliefert, die das belegen. Wir wissen, dass zahllose Akten dem Bundestag und dem Landtag vorenthalten wurden und werden. Ständig finden wir wieder Hinweise, dass brisante Akten existieren müssen, die uns aber im UNA nicht zugestellt werden, die lückenhaft sind oder sogar einfach gelöscht werden. Seit letzten Montag weiß auch die Öffentlichkeit endlich, dass das System hat. Denn wir haben in den Akten die internen NSU-Ermittlungen gefunden, und das ist der Hammer.
geheim für 120 Jahre bis ins Jahr 2134. So etwas, meine Damen und Herren, gibt es nur in Hessen. Nun erfährt erstmals die Öffentlichkeit, dass schon 1999 Hinweise auf sogenannte nationalsozialistische Untergrundkämpfer, auf einen nationalen Untergrund, auf militante Strukturen, auf etwa 250 Hinweise auf das NSU-Umfeld vorlagen, denen nicht nachgegangen wurde, und dass 541 Aktenstücke von Rechtsextremen einfach verschwunden sind. In keinem Verfassungsschutzbericht, in keinem Statement der Landesregierung und in keiner Aussage im NSU-Ausschuss wurde hierauf jeweils Bezug genommen, jeweils hingewiesen. Im Gegenteil, die Verantwortlichen und die Landesregierung haben stets behauptet, es gebe keine Hinweise auf Rechtsterror, keine NSU-Bezüge, keine Hinweise auf den NSU. Jetzt wissen wir, die Hinweise modern seit Jahren in den Akten, wurden erst ignoriert, dann in drei Jahren zusammengesucht, um für die nächsten 120 Jahre einen Geheimstempel darauf machen zu können. Die Angehörigen der Opfer des Untersuchungsausschusses und die Öffentlichkeit haben ein Recht auf Wahrheit. Auf Wahrheit, meine Damen und Herren. Und deshalb fordere ich die Landesregierung auf, weg mit der Geheimhaltung. Den hunderten Hinweisen auf Waffen, Sprengstoff und das NSU-Umfeld muss endlich intensiv nachgegangen werden. Vielen Dank, Kollege Schaus. Das Wort hat der Abg. Holger Bellino, CDU-Fraktion. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Diese Aktuelle Stunde ist Populismus pur, und dies bei einem Thema, wo sich eigentlich jeder Ansatz einer Inszenierung verbietet. Aber das ist ja nicht neu, leider. Und wenn dann gerade auch gerade noch von Respekt gesprochen wurde und hier auf den Minister Al-Wazir abgestellt wurde bei dem vorherigen Punkt von Herrn Rudolph. Das, was Sie hier abgelassen haben, ist alles andere als respektvoll. Sie sprechen unter anderem von Sabotage. Sie sprechen davon, dass die Landesregierung sabotieren würde. Das ist, wie wir alle wissen, ein Straftatbestand. Aber so viel nur dazu, dass Sie hier entsprechend von Respekt sprechen. Aber das ist ja, wie ich bereits sagte, nicht neu. Und interessant ist auch, dass Sie wahrscheinlich selbst gemerkt haben, dass Ihre Aktuelle Stunde total daneben ist. Und deshalb haben beide Vorredner der Opposition total am Thema vorbeigesprochen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Aber wenn Sie schon darauf hinweisen, dass dort einen früher als geheim eingestuften Bericht gibt, der auf Mängel hinweist, dann sind Sie doch auch so redlich und weisen darauf hin, dass die meisten der dort aufgeführten Mängel aus der SPD-Regierungszeit stammen, nämlich Anfang der 90er Jahre, als ein SPD-Innenminister entsprechende Verantwortung hier in Hessen getragen hat. Meine sehr geehrten Damen und Herren, Sie bezogen sich bei der SPD, bei der Einbringung dieser Aktuellen Stunde auf einen Abschlussbericht. Meine Damen und Herren, Herr Kollege Bellino hat das Wort. Wenn Sie eine Zwischenfrage haben, dann melden Sie sich. Dann wird er sagen, ob er sie zulässt oder nicht. Wenn nicht, klären Sie es danach mit ihm. Herr Kollege Bellino, bitte. Der SPD bezogen sich bei der Einbringung des Abschlussberichts des Bundestages auf einen Bericht, der zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht zugänglich war. Ihr Vorwurf lautet, in der Aktuellen Stunde nachzulesen, hat die Arbeit des NSU-Untersuchungsausschusses des Deutschen Bundestages erheblich behindert. Diese Formulierung, Herr Kollege Rudolph, findet sich im gesamten Abschlussbericht des Bundestages nicht ein einziges Mal. Das ist unseriös. Sie orientieren sich. Ja, Entschuldigung, ich habe gesagt, erheblich behindert ist eben nicht darin zu finden. Herr Kollege Schaus, ich kann wahrscheinlich besser lesen. Sie orientieren sich, und das zeigt auch die Debatte, nicht an den Fakten. Sie folgen nur Ihrem Populismus. Und das, meine sehr geehrten Damen und Herren, kann man auch belegen. Erstens.
Ihren Vorwurf leiten Sie aus einer Passage des Ausschusses, des Abschlussberichts des Bundes-UNA ab, die sich auf ein einzelnes Aktenstück bezieht, meine Damen und Herren. Ein Blatt von über 1.000 Blättern. Das ist zumindest einmal total überzogen. Zweitens. Sie zitieren bewusst falsch. Der Bundes-UNA spricht aus seiner Sicht von erheblich beeinträchtigt. Sie sprechen von erheblich behindert. Das hatte ich bereits gesagt. Und ich sage noch einmal, es geht um ein einziges Blatt. Nebenbei bemerkt, meine Damen und Herren, und so selbstbewusst sollten wir in Hessen auch sein. Wenn wir die Empfindsamkeit, die der Bundestag hier an den Tag legt, als Maßstab nehmen würden, müssten wir uns durch den Bundestagsuntersuchungsausschuss mindestens massivst und nachhaltig in unserer Arbeit beeinträchtigt sehen. Der Bundes-UNA hat uns über Monate, gar Jahre mit der Übersendung seiner Vernehmungsprotokolle hingehalten. Er wiederum erwartet mitunter in zwei Tagesfrist Rückmeldung. Vor wichtigen Vernehmungen in Hessen musste der Vorsitzende, unser Vorsitzende, mehrfach, meine Damen und Herren, beim Bundestag die Übersendung von Protokollen anmahnen. Und da ging es um mehrere hundert Seiten, die teilweise erst nach mehrfachem Intervenieren und dann an einem Werktag vor wichtigen Vernehmungen zur Verfügung gestellt wurden. Und drittens, meine Damen und Herren, der von Ihnen falsch dargestellte Vorwurf des Bundestags ist auch inhaltlich nachweislich falsch. Der Berliner UNA stellt fest, dass das betreffende Schriftstück eine Mail lediglich aus den Medien festzustellen sei. Das ist nachweislich falsch. Wir haben unsere Protokolle aufgrund unseres Beschlusses jeweils zur Verfügung gestellt und sofort nach der entsprechenden Sanktionierung. Aber nicht nur falsch, sondern jeglicher Grundlage entbehrend ist die Äußerung von Ihrer Kollegin im Bundestag, Frau Högel, die als ehemalige SPD-Obfrau im ersten Untersuchungsausschuss in einem Radiointerview behauptet, der damalige Innenminister Bouffier habe durch die Sperrerklärung die Vernehmung des Verfassungsschützers Temme verhindert. Hier wird bewusst die Unwahrheit gesagt. Der Verfassungsschützer Temme wurde mehrfach vernommen. Seine Dienst- und Wohnräume wurden durchsucht. Seine Telefone wurden abgehört. Und er hat ein sogenanntes kognitive Interview entsprechend durchgeführt. Das sind die Fakten. Aber Ihre Genossin Högel, Obfrau im ersten Bundes-UNA, handelt mit dieser Aussage nicht um einen Versprecher, sondern um eine bewusste Falschbehauptung. Und dies rein zufällig am Tage der Vernehmung von Volker Bouffier. Das ist, Herr Kollege Bellino, Sie müssen zum Schluss kommen. Das ist unseriös, populistisch und unwürdig. Sie sind eben in der postfaktischen Welt angekommen, ebenfalls wie der postfaktische Zug Ihres Kanzlerkandidaten Schulz. Damen und Herren, Herr Kollege Bellino, Sie müssen zum Schluss kommen. Daher, und damit möchte ich schließen, Herr Präsident, war die Entscheidung richtig, die Quellen indirekt zu vernehmen und nicht direkt vernehmen zu lassen. Denn im Jahr der Fußball-Weltmeisterschaft galt es, diese Gesellschaft zu schützen vor islamistischem Terror. Danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Kollege Bellino. Das Wort hat der Abg. Frömmrich, BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN. Vielen Dank, Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich weiß nicht, ob die Tonlage diesem Thema angemessen ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Tonlage diesem Thema angemessen ist. Die Untersuchungsausschüsse der Länder und des Bundes im Zusammenhang mit der Aufklärung des NSU-Komplexes leisten eine überaus wichtige Arbeit, herausragende Arbeit. Und für alle, die an dieser Aufklärung mitarbeiten, sollte diese Arbeit oberste Priorität haben, liebe Kolleginnen und Kollegen. Diese Mordserie des nationalsozialistischen Untergrunds hat unser Land zutiefst erschüttert. Wir hätten uns alle nicht vorstellen können, dass eine rechtsterroristische Mörderbande durch unser Land zieht und 10 Menschen brutal hinmordet. Diese schrecklichen Taten, aber auch die Fehler und das Versagen bei der Arbeit der Staatsanwaltschaften, der Sicherheitsbehörden, des Verfassungsschutzes müssen aus unserer Sicht lückenlos aufgeklärt werden. Und daran gibt es keinen Zweifel, meine Damen und Herren.
Daran kann es keinen Zweifel geben. Wir sind es den Opfern schuldig, dass alle Behörden, die in diesem Zusammenhang arbeiten, die Untersuchungsausschüsse unterstützen. Das ist der Auftrag, den alle haben. Akten müssen vollständig geliefert werden. Zeugen und Mitarbeiter der Behörden müssen über ihre Arbeit und über die damaligen Ermittlungen vor den Untersuchungsausschüssen vollständig und lückenlos aufklären. Alles muss auf den Tisch. Und daran, liebe Kolleginnen und Kollegen, kann es doch keinen Zweifel geben. Und deswegen finde ich, sollte man diese Debatte in einer sachbezogenen Art und Weise führen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn die sogenannte Pilling-Mail, diese E-Mail, also ohne Abzeichnung von Temme, ohne Paraffe an den Untersuchungsausschuss des Deutschen Bundestages geliefert wurde, ist das ein Fehler. Darüber brauchen wir, glaube ich, hier in diesem Zusammenhang nichts zu streiten. Ob man in diesem Zusammenhang von erheblicher Beeinträchtigung der Aufklärungsarbeit reden kann, da kann man zumindest schon einmal ein Fragezeichen machen, weil die E-Mail hat dem ersten Untersuchungsausschuss des Deutschen Bundestags schon vorgelegen. Das Einzige, was nicht vorgelegen hat, ist die E-Mail mit Paraffe, liebe Kolleginnen und Kollegen. Aber wir sind von Anfang an in dieser Frage davon ausgegangen, dass der Mitarbeiter Temme diese E-Mail gelesen hat. Weil wenn eine Behörde wie das Landesamt für Verfassungsschutz eine solche E-Mail an seine Außenstellen sendet, dann gehe ich davon aus, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter diese Mails natürlich lesen. Deswegen sind wir immer davon ausgegangen, und es kann überhaupt keinen Streit darüber geben. Aber auch wenn die E-Mail in den Akten ohne Paraffe gewesen ist, dann ist das ein Fehler gewesen, und da müssen wir nachgehen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben einen umfassenden Untersuchungsauftrag vom Hessischen Landtag bekommen. Wir arbeiten intensiv an der Aufklärung der hessischen Punkte. Der Ausschuss hat bis jetzt 55 Sitzungen mit vielen Zeugen und vielen Sachverständigen und vielen Akten gesehen und angehört. Die Arbeit sollten wir fortsetzen, und die Bewertung, liebe Kolleginnen und Kollegen, und das ist ein wichtiger Punkt, ich möchte daran noch einmal appellieren, die Bewertung dieser Untersuchung werden wir am Ende des Untersuchungsausschusses machen und nicht zwischendurch, wie das hier heute geschehen ist. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir wollen eine umfassende Aufklärung. Dafür brauchen wir umfassende Informationen. Und das will ich hier noch einmal ganz deutlich hinterlegen. Ich will aber auch deutlich hinterlegen, Frau Kollegin Faeser und ich, wir haben das in der vorvergangenen Woche in Berlin gemacht, am Treffen der Parlamentarischen Kontrollkommission des Bundes und der Länder, wozu uns Herr Binninger eingeladen hat. Wir haben dort deutlich hinterlegt, dass wir aber auch verlangen, dass der Untersuchungsausschuss des Hessischen Landtages endlich auch die Akten vom Bundesamt für den Verfassungsschutz bekommt, weil bisher ist noch keine einzige Seite aus dem Bundesamt für Verfassungsschutz geliefert worden, liebe Kolleginnen und Kollegen. Auch das sage ich ganz deutlich, ist nicht hinnehmbar. Alle großgeschrieben, alle sollten die Arbeit der Ausschüsse unterstützen, alle Behörden des Bundes, der Länder, damit wir unsere Arbeit in vollem Umfang nachkommen können. Diese Arbeit und diesen Auftrag, den wir vom Hessischen Landtag hier bekommen haben als Untersuchungsausschuss, ist viel zu wichtig, dass wir uns hier im parteipolitischen Klein-Klein verlieren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Vielen Dank, Kollege Römmrich. Das Wort hat der Abg. Jörg-Uwe Hahn, FDP-Fraktion. Herr Präsident, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen! Alle diejenigen, die nicht Mitglied des Untersuchungsausschusses sind, denen muss ich berichten, dass ich jedenfalls seit letzten Montag verstehe, dass die Obleute in diesem Ausschuss ein besonderes Maß von Emotionalität haben. Ich bin erst nach dem Wechsel von René Rock zum Fraktionsvorsitzenden auch Obmann in diesem Ausschuss geworden. Und ich muss Ihnen gestehen, das ist schon harte Kost, am Montag 11 Stunden dort zu sein, zu sitzen, zu arbeiten, mitzudenken, aufzupassen, kluge oder weniger kluge Fragen zu stellen. Das will ich alles nicht bewerten. Jedenfalls ist es harter Tobak.
Und deshalb bitte ich auch die Kolleginnen und Kollegen, die nicht Mitglied des Ausschusses sind, um Verständnis, wenn ich sage jetzt bewusst wir einmal ein bisschen mehr als nur mit dem notwendigen Emotionspegel uns hier austauschen. Ja, ich habe den Titel, lieber Herr Rudolph, Ihrer Aktuellen Stunde anders verstanden als Ihre Rede. Der Titel heißt nämlich, Aufklärung sieht anders aus, das passt noch. Und dann aber, Hessische Landesregierung hat die Arbeit des NSU-Untersuchungsausschusses des Deutschen Bundestages erheblich behindert. Des Deutschen Bundestages erheblich behindert. Ich habe die Befürchtung, dass ich offensichtlich überhaupt nicht aufgepasst habe, weil in Ihrer Rede habe ich zu diesem Thema fast gar nichts gehört. Das finde ich nicht gut. Ich fühle mich da ein bisschen hinter die Fichte geführt, weil es auch etwas mit Vorbereitung von Diskussionen zu tun hat. Wenn es um den Deutschen Bundestag geht, dann habe ich jedenfalls einen unserer Mitarbeiter höflich gebeten, man kann auch sagen gequält, sich diesen Bericht mal wenigstens quer hereinzuziehen. Denn, meine sehr verehrten Damen und Herren, den Bericht gibt es erst seit Dienstag, also seit vorgestern. Und er wird heute im Bundestag erstmals debattiert. Ich finde es also nicht besonders kollegial, dass man uns auf eine Fährte führt. Wir haben uns mit dem Ausschussbericht für diejenigen, die ein bisschen mehr noch wissen wollen, 1.798 Seiten lang zu beschäftigen, und dann sagt man dazu nichts, fast nichts. Finde ich nicht gut. Zweite Bemerkung. Der Titel suggeriert ja, dass das in dem Ausschuss steht. Herr Kollege Rudolph, ich bitte um Nachhilfe. Wir jedenfalls haben in den letzten 24 Stunden das nicht im Ausschussbericht gefunden. Nicht im Ausschussbericht gefunden. Also, Sie suggerieren etwas mit der Überschrift zu einem Thema, über das Sie da nicht reden. Also, irgendwie, das ist schon intellektuell schwierig nachzuvollziehen. Richtig ist, dass es diese Aussage gibt, liebe Kolleginnen und Kollegen. Nur es war Frau Pau, die diese Aussage gemacht hat, und zwar in einem Interview, ich glaube mit N24, aber in Frontal 21, wo sie genau diese Formulierung gewählt hat. Aber im Ausschuss, ich habe die Formulierung so nicht gefunden. Wenn wir die nachher noch einmal bekommen, dann bin ich. Die ist etwas anders, die Formulierung dort, so wie ich sie jedenfalls in Erinnerung habe. Aber wie gesagt, innerhalb von 48 Stunden 1.798 Seiten zu lesen, halte ich für eine freundschaftliche Zumutung, um das Wort freundschaftlich noch diplomatisch auszudrücken. So, meine sehr verehrten Damen und Herren, und wenn wir jetzt zu dem Thema kommen, was macht denn eigentlich der Hessische Untersuchungsausschuss, dann bitte ich ein bisschen mehr Selbstbewusstsein, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich kann das sagen, weil ich damals mit dem Ausschuss noch nichts zu tun hatte. Es waren doch die Hessen, es waren doch Sie, die dieses Thema der unterlassenen Durchsuchung, der unterlassenen sofortigen Durchsuchung bei Temme auf die Tagesordnung gesetzt haben. Sie haben das doch gemerkt. Jetzt könnte ich es noch ein bisschen stolz sagen. Es war insbesondere Florian Rentsch, der das in der Ausschusssitzung gemerkt und dann auch einigermaßen intensiv aufgearbeitet hat. Ja, es gibt andere, die nicken. Also, ich glaube, dass ich da nicht ganz falsch liege, aus verschiedenen Fraktionen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, warum denn da nicht ein bisschen stolz sagen, wir haben die Vorarbeit geleistet, wir haben das gemerkt, wir waren erfolgreich gewesen, und die Kolleginnen und Kollegen im Deutschen Bundestag haben das dann übernommen. Und jetzt eine letzte Bemerkung, und das ist meine Bemerkung hin zum Ablauf des Hessischen Untersuchungsausschusses. Liebe Landesregierung, es ist eine ähnliche freundschaftliche Zumutung, wenn man am Freitagmorgen erfährt, dass Berichte, die bisher ganz hochvertraulich eingestuft worden sind, heruntergestuft werden, damit man sie am Montag dann noch nutzen kann. Das ist ungefähr so ähnlich wie 1.798 Seiten in 48 Stunden lesen, weil erst dann konnte die Vorbereitung beginnen, ob man es wirklich benutzt oder nicht. Also in diesem Punkt sage ich sehr deutlich, liebe Landesregierung, dass die Erklärung nicht richtig war, die der Staatsminister, der Staatskanzler abgegeben hat, ist ja unstreitig. Aber jetzt nicht uns so lange quälen, dass wir eigentlich am Wochenende uns noch damit beschäftigen sollen, wie die Ministerpräsidentenbefragung durchgeführt wird. Auch das ist nicht gerade voll von Respekt. Vielen herzlichen Dank.
Vielen Dank. Das Wort hat der Innenminister, Staatsminister Bäderborn. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Zunächst einmal möchte ich feststellen, dass die Anschuldigungen, wie die der Kollegen der SPD-Fraktion mit dem Antrag zur Aktuellen Stunde vom Montag, zu einem Zeitpunkt, also zu dem der Abschlussbericht des zweiten Bundestagsuntersuchungsausschusses zum NSU-Komplex noch nicht einmal im Bundestag diskutiert wurde, die Drucksache überhaupt erst gestern im System des Deutschen Bundestages eingestellt worden ist, dass die Anschuldigungen, die dort erhoben worden sind, falsch sind und sehr befremdlich sind. Meine Damen und Herren, während der Bundestag abschließend erst heute um 14 Uhr darüber berät, maßen wir uns das zum Thema Respekt an, heute Morgen in einer Aktuellen Stunde. Ja, Sie haben hier gerade eben über Respekt gesprochen. Deswegen sage ich respektvoll gegenüber den Kolleginnen und Kollegen des Deutschen Bundestages, ist es nicht, eine Debatte vorwegzunehmen, die erst heute Nachmittag geführt wird. Mehr sage ich gar nicht. Sie mögen das selbst für sich beurteilen, meine Damen und Herren. Die Möglichkeit einer Auseinandersetzung mit den schweren Vorwürfen, mit derartig schweren und insbesondere unzutreffenden Vorwürfen, sollte mindestens die Gelegenheit einer eingehenden Befassung voraussetzen. Nachdem bislang lediglich in den Medien hierzu schon verschiedentlich etwas zu lesen war, von einer lückenhaften Aktenvorlage des Landes Hessen war die Rede, konnte ich in der Kürze der Zeit zumindest oberflächlich von den konkreten Vorwürfen des Bundestagsuntersuchungsausschusses Kenntnis nehmen. Die aufgeworfenen Vorwürfe und Anschuldigungen sind haltlos, meine Damen und Herren. Der Bundestagsuntersuchungsausschuss wurde durch die Landesregierung seit seiner Einsetzung im Oktober 2015 jederzeit und vollumfänglich unterstützt. Nach der umfassenden Aktenvorlage an den Untersuchungsausschuss des Hessischen Landtages, für die, wie Sie wissen, erhebliches Personal bereitgestellt wurde, stand die Vorlage an den Bundestagsuntersuchungsausschuss an erster Stelle. In mehr als 10 Beweisbeschlüssen hat das Innenressort dem Deutschen Bundestag über die bereits zum ersten Untersuchungsausschuss ungefähr 16 Aktenordner über die bereits zum ersten Untersuchungsausschuss zum NSU-Komplex hinaus überlassenen Unterlagen umfangreiches Aktenmaterial vorgelegt. Dabei waren die vom Bundestagsuntersuchungsausschuss gesetzten Fristen zum Teil abenteuerlich. Abenteuerlich. So wurden etwa zum Beweisbeschluss Hessen 16 gerade einmal eine Frist von 3 Tagen gesetzt und die Zulieferung auf einen Sonntag terminiert, meine Damen und Herren. Der Beweisbeschluss Hessen 18 hat mein Haus am 6. Dezember erreicht und war mit der Bitte um Zulieferung bis zum 14. Dezember versehen. Dass wir in diesem Fall um eine Fristverlängerung bitten mussten, ist mehr als nachvollziehbar. Aber selbstverständlich wurde auch diesen Beweisbeschlüsse wie alle übrigen entsprochen, meine Damen und Herren. Dem vom Bundestagsuntersuchungsausschuss eingesetzten Ermittlungsbeauftragten wurden kurzfristig mehrstündige Gesprächstermine mit den Behördenleitungen sowohl im Polizeipräsidium Nordhessen als auch im Landesamt für Verfassungsschutz ermöglicht. Tatsächlich hat das Gespräch mit dem Präsidenten des Landesamtes für den Verfassungsschutz allein auf einem Angebot unsererseits beruht, wo wir ausdrücklich sozusagen den entsprechenden Ermittlungsbeauftragten darauf hingewiesen haben, dass das nutzbringend sein könnte. Darüber hinaus wurden zahlreichen kurzfristigen übermittelten Bitten des Bundestagsuntersuchungsausschusses etwa im Hinblick auf die Herabstufung von Dokumenten und Unterlagen zur Verwendung im Abschlussbericht in kürzester Zeit weit überwiegend entsprochen. So hat etwa am 11. Mai dieses Jahres, einem Donnerstag, eines von mehreren Herabstufungsersuchen erreicht, das wir dann bis zum 15. Mai, einem Montag, beantwortet haben. In jedem Fall gab es innerhalb weniger Tage die geforderten positiven Rückmeldungen, um die Arbeit des Untersuchungsausschusses zu unterstützen. Dabei möchte ich nochmals betonen, dass dies alles im Wege der Amtshilfe neben der umfangreichen Übersendung von angeforderten Akten an den Untersuchungsausschuss des Hessischen Landtages und der durch andauernden erheblichen Belastungen und der damit befassten hessischen Sicherheitsbehörden geschehen ist. Bis zuletzt waren die Aktenaufbereitungen, die in Bund- und Ländertagenden Untersuchungsausschüsse allein im Landesamt für Verfassungsschutz mehr als 20 Mitarbeiter Vollzeit beschäftigt. Hinzu kommt eine Vielzahl von Polizisten aus den betroffenen Flächenpräsidien und aus dem Landeskriminalamt. Meine Damen und Herren, dem Untersuchungsausschuss hier im Hessischen Landtag sind bei 14 Beweisbeschlüssen 1.445 Akten
übermittelt worden. Ich möchte, Herr Kollege Rudolph, noch darauf hinweisen, dass die Akten, die im Moment noch nicht zugeliefert worden sind, alleine an der Koordinierung mit anderen Ämtern aus anderen Bundesländern zurückzuführen sind, meine Damen und Herren. Zeitgleich haben wir den Bundesuntersuchungsausschuss entsprechend unterstützt, meine Damen und Herren. Ihre Vorwürfe, die Sie im Titel dieser Aktuellen Stunde erhoben haben, sind alle völlig haltlos. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Minister. Meine Damen und Herren, es gibt zwei weitere Wortmeldungen. Der Minister hat 10 Sekunden überzogen. Ich stelle anheim, ob der Kollege Rudolph, wir gucken schon hier richtig, andere Kollegen kriegen auch mal ein bisschen mehr Zeit. So ist das nicht. Ich stelle jetzt anheim, ob die Frau Kollegin Wissler in 10 Sekunden hier eine Stellungnahme abgeben will und auch die Frau Kollegin Faeser. Ich kann es ja nicht ändern. Das ist so in der Aktuellen Stunde. Es gibt die überzogene Zeit, kann jede Fraktion nutzen. Wenn es 10 Sekunden sind, sind es 10 Sekunden. So, also lassen wir es lieber. Gut. Dann ist ja dem Thema nicht angemessen. Ich kann es hier nicht ändern. Da müsst ihr es anders organisieren, da ohne. Gut. Dann ist diese Aktuelle Stunde ebenfalls beendet. So, jetzt haben wir hier den Vorgang mit dem Protokollauszug. Ich darf jetzt noch einmal vorlesen. Der Minister hat gesagt, Sie wissen wahrscheinlich auch nicht, dass seit letzten Dezember jeden Freitagmorgen um 8 Uhr eine Telefonkonferenz stattgefunden hat, die von Herrn Staatssekretär Samson geleitet wurde, der man sich Gedanken darüber gemacht hat, wie man diesen Wettbewerb gewinnt. Zu der Uhrzeit dreht sich der Abg. Marius Weiß noch einmal von rechts nach links. So, also ich weiß nicht, wie es der Minister gemeint hat. Wenn er es böse gemeint hat, gehe ich davon aus, dass er es nicht so böse meint. Und ja, also das ist, tut mir leid, das ist kein Punkt für eine Rüge. Das stelle ich fest. Ich will auch in dem Zusammenhang sagen, die Äußerung vom Kollegen Günter Rudolph, Arrogantix, ist auch im folkloristischen Bereich dann anzusiedeln. Ich will auch heute keine Rüge machen am letzten Tag. Deshalb weise ich darauf hin, geht vernünftig miteinander um von allen Seiten. Die Abgeordneten sind rund um die Uhr tätig, insbesondere auch der Marius Weiß. Und wenn der Minister das falsch und böse gemeint hat, dann weiß er, dass ich meine, er soll es nicht so böse meinen. Und ich glaube, dann ist das einigermaßen über die Bühne. Trotzdem gebe ich dem Kollegen Rudolph das Wort zur Geschäftsordnung. Drücke mal drauf. Herr Präsident, bei allem Verständnis für die Versuche der Interpretation von Ihnen, der Herr Minister hätte jetzt die Gelegenheit, dazu etwas zu sagen. Das will er augenscheinlich nicht. Dann werden wir es zu dem Thema Respekt für die nächste Sitzung des Ältestenrates anmelden. Ich kündige das hiermit schon an. Also, das steht ja jedem frei in der nächsten Sitzung des Ältestenrats. Das ist nach dem Sommer. Dann geht es weiter. Also, damit ist der Punkt jetzt einmal erledigt. Und ich gehe davon aus, dass sich alle wieder einigermaßen vertragen. Jeder weiß, wie ich das meine, nach welcher Seite. So.